Der 11. September 2001. Terroristen, die sich Gotteskrieger nennen, und Kämpfer gegen Kreuzzüge des Westens. Zwei Religionen, die den Frieden wollen und ihn dennoch im Lauf der Geschichte immer wieder brechen. Epochen des Gegeneinanders und des Miteinanders. Menschen und Mächte, die im Namen Gottes Kriege führen und am Ende doch nur um irdische Herrschaft ringen. Im 19. Jahrhundert herrschen Europäer über die islamische Welt. Doch Muslime kämpfen für ihre Freiheit. Das will sich der deutsche Kaiser zunutze machen. Im Ersten Weltkrieg setzt Wilhelm II. Auf den türkischen Sultan als Verbündeten. Gemeinsam wollen sie den Dschihad gegen Briten und andere Feinde entfesseln. Den Heiligen Krieg für Allah und den Kaiser. Jerusalem. Heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime. Seit Jahrhunderten leidenschaftlich verehrt und erbittert umkämpft. Im Mittelalter führten christliche Kaiser und islamische Herrscher blutige Kriege um den Besitz der heiligen Stätten. Nach den Kreuzzügen blieb Jerusalem bis in die Neuzeit Teil der islamischen Welt. Am 29. Oktober 1898 ist die ganze Stadt auf den Beinen. Die Einwohner feiern einen prominenten Besucher. Erstmals nach 670 Jahren zieht wieder ein christlicher Monarch in Jerusalem ein. Kaiser Wilhelm II. Er kommt nicht als Kreuzfahrer, sondern als Freund der Muslime. Der Deutsche ist im Orient beliebt. Anders als Engländer und Franzosen hat er sich keine Gebiete der islamischen Welt einverleibt. Offizieller Anlass der Reise ist die Einweihung der neu erbauten Erlöserkirche. Der Monarch, der auch Oberhaupt der evangelischen Christen Preußens ist, hat den Bau persönlich gefördert. Aber den tiefsten Eindruck hinterlassen die Muslime bei ihm. Begeistert gibt sich der Kaiser dem Zauber der orientalischen Welt und ihrer Menschen hin. Sind diese Menschen nicht wunderbar? Ja, mein Lieber. Wenn ich kein Christ wäre, wäre ich bestimmt Mohammedaner. Der Auftritt Wilhelms II. Im Orient ist nicht ohne politische Brisanz. Denn Ende des 19. Jahrhunderts begehren Muslime gegen die Vorherrschaft der Europäer auf. Gotteskrieger fordern das mächtigste Reich der Epoche heraus, das britische Empire. Sie werden bald da sein, ich spüre es. Im britisch kontrollierten Sudan und Ägypten zieht eine schlecht bewaffnete Armee aus Bauern und Hirten eine blutige Spur durchs Land. Da sind sie, Alarm! Alle Mann auf ihrer Post! Bereit euch schnell! The rebellion was definitely. Die Rebellion war in islamistische Vorstellungen eingekleidet, als eine religiös begründete Revolte gegen die Ungläubigen. Die Rebellen erscheinen vor der Distrikthauptstadt Khartoum, Sitz des englischen Gouverneurs am oberen Nil. Bedingungslos folgen die Krieger ihrem charismatischen Anführer Muhammad Ahmad. Sie glauben, er sei von Allah geschickt, um das Land zu befreien. Muhammad erklärte sich selbst zum Mahdi, das heißt der Rechtgeleitete, ein Prophet, der im Islam am Ende der Zeiten erscheinen soll. Am 26. Januar 1885 fällt Khartoum. Ein Verräter hat ein Stadttor geöffnet.
Die Sieger richten ein Blutbad unter den Verteidigern an. Der Mahdi-Aufstand ist die erste erfolgreiche Rebellion gegen eine Kolonialmacht in Afrika. Eine Revolte im Namen Allahs. Die Rebellion wurde als eine ernste Bedrohung wahrgenommen. Es gab dabei eine strategische Dimension. Die Briten herrschten nämlich über viele Millionen muslimischer Untertanen. Im britischen Empire, dem größten Reich, das jemals auf der Erde existierte, lebte Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich ein Drittel aller Muslime der Welt, rund 100 Millionen. Sollte der Aufstand des Mahdi einen Flächenbrand entfachen, käme der Koloss in ernste Gefahr. Deshalb will London um jeden Preis ein Exempel statuieren. 1898, erst 18 Jahre nach Ausbruch der Kämpfe, gelingt es einer britischen Armee, die Aufständischen bei Omdurman im Sudan zu stellen. Ausgerüstet mit einer neuartigen, verheerenden Waffe, dem Maschinengewehr. In nur 5 Stunden fallen 10.000 muslimische Kämpfer. Die Briten verlieren nur 500 Mann. Das Gemetzel beendet den Aufstand der Gotteskrieger. Zwar hat das Empire am Ende triumphiert, aber die Rebellion des Mahdi führt der Welt vor Augen, welche Wucht der Kampf im Namen Allahs entfesseln kann. Was? Die lassen sich abknallen wie die Hasen! Das sind keine Hasen, sondern Krieger, die den Tod nicht fürchten! Ja und? Dafür haben wir Maschinengewehre und sie nicht! Gib ihnen welche und das ganze Empire brennt! Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts eine regelrechte Dschihad-Angst unter den Engländern und unter den Franzosen. Sie waren sich sehr der Tatsache bewusst, dass ihre Herrschaft über die Muslime eine potenzielle Gefahr darstellte, wenn sich Muslime zum Aufstand bereit fanden. Und diese Angst durchzog auch schon die zeitgenössische Publizistik. Nicht nur die Muslime, auch ihn empfinden die Briten zunehmend als Bedrohung. Kaiser Wilhelm II. Das Deutsche Reich ist zu einem mächtigen Konkurrenten herangewachsen, militärisch und wirtschaftlich. In nur 2 Jahrzehnten hat die deutsche Industrieproduktion die britische überflügelt. Und dann fordert der ehrgeizige deutsche Kaiser das Empire auch noch in seiner ureigensten Domäne heraus, der See. Er gibt den Bau einer Kriegsflotte in Auftrag, die der englischen ebenbürtig sein soll. Wilhelm II. Spitzt die Lage noch mehr zu. Im Konkurrenzkampf um Einflusssphären und Märkte setzt er auf eine neue Karte. Die islamische Welt. Nur wenige Wochen nach der Niederschlagung des Aufstandes im Sudan bricht Wilhelm II. Zu einer spektakulären Reise auf. Sie führt an den Hof des Sultans von Konstantinopel. Abdülhamid II. Weiß, dass die Europäer, allen voran Engländer und Russen, nur darauf warten, sich an seinem maroden Reich zu vergreifen. Da kommt der mächtige Mann aus Deutschland gerade recht. Er ist auch deshalb ein vertrauenswürdiger Partner, weil er keine territorialen Ansprüche im Orient erhebt. Ich erbiete dem Sultan und Kalifen meinen Gruß. Seid willkommen. Der Besuch des deutschen Kaisers ist für mich und das osmanische Volk eine große Ehre. Wenn ihr erlaubt, Hoheit, ich habe euch etwas mitgebracht. Die neueste Kreation unserer deutschen Rüstungsindustrie. Wir werden unser gesamtes Heer damit ausstatten. Ich zeige es euch. Ein Mausergewehr, ein Karabiner. Absolut massentauglich. Und Präzisionsarbeit. Wenn ich eure Aufmerksamkeit noch auf einen besonderen Umstand lenken dürfte, seht euch doch bitte mal das Magazin an. Dieses Magazin fasst 5 Patronen. Der Verschluss ist eine Neuentwicklung.
Ein geübter Schütze feuert mit dieser Waffe 15 Schuss in der Minute ab. Auf wen oder was überlasse ich euch. Zwar herrscht der Sultan noch immer über ein Riesenreich, zu dem auch die heiligen Städten Medina, Mekka und Jerusalem gehören. Aber das Imperium hat mehrere Staatsbankrotte hinter sich. In Europa spricht man spöttisch vom kranken Mann am Bosporus. Aber nicht nur die Mächtigen Europas hoffen, von der Schwäche der einstigen Weltmacht zu profitieren. Auch der jüdische Journalist Theodor Herzl will die Gunst der Stunde nutzen. Herzl vertritt die Bewegung der Zionisten. Ihr ehrgeiziges Ziel ist die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina. In einem kleinen Buch mit dem Titel »Der Judenstaat« hat Herzl die Gründe dargelegt, warum das jüdische Volk ein eigenes Land wünscht. Herzl ist Wilhelm II. In den Orient gefolgt. Er hofft, dass der Monarch seinen Plan unterstützt. In der Nähe von Jerusalem wird ihm eine Audienz gewährt. Der Kaiser ist bereit, Sie zu empfangen. Herzl, setzen Sie sich. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Wem sagen Sie das? Dieses Land ist unsere Heimat. In Europa wurden wir Juden immer nur ausgegrenzt, verfolgt und Schlimmeres. Und mit Verlaub, Euer Majestät, bis heute verwehrt man uns jeden gesellschaftlichen Aufstieg. Hier in Palästina jedoch könnten wir einen eigenen Staat aufbauen und unser Volk könnte sich frei entfalten. Mein guter Herzl, ich verstehe Sie ja. Und ich habe größte Sympathien für Ihre Bewegung. Aber Sie brauchen Geduld. Wir müssen sehr vorsichtig mit dem Sultan umgehen. Herzl hoffte, den Einfluss des Kaisers auf Sultan Abdülhamid nutzen zu können. Aber die letzte Entscheidung lag nicht beim Kaiser, sondern beim Sultan. Und der war gegen Herzls Projekt. Der jüdische Staat ist für Wilhelm II. Sowieso nur Nebensache. Er ist fest entschlossen, dem Sultan die Hand zu reichen. Ja, mein Lieber, was kann ich für Sie tun? Die Reise führt auch nach Damaskus. Bei einem festlichen Empfang im Palast des türkischen Gouverneurs spricht der Kaiser Worte, die international für Schlagzeilen sorgen. Möge der Sultan und mögen die 300 Millionen Mohammedaner dessen versichert sein, dass zu allen Zeiten der deutsche Kaiser ihr Freund sein wird. Der Kaiser mischte sich praktisch in die Angelegenheiten der konkurrierenden Mächte ein, indem er besonderes Interesse Deutschlands am Schicksal der Muslime bekundete. Das musste Furcht auslösen. Sie wurde zum Inbegriff deutscher Präsenz im Orient. Eine spektakuläre Eisenbahnlinie, die Bagdadbahn. Als Welttat feierte die deutsche Presse den Schienenbau im Osmanischen Reich. Eine 2000 Kilometer lange Trasse durch Gebirge und glutheiße Wüsten. Sie war die größte Auslandsinvestition des Kaiserreiches. Die Geldgeber sollten die Einnahmen aus dem Schienenverkehr und die Ölbohrrechte auf 20 Kilometer beiderseits der Trasse erhalten. 99 Jahre lang. Die Bahnlinie soll die Zugverbindung zwischen Konstantinopel und Bagdad herstellen. Eine zweite Trasse zweigt in Richtung Süden über Damaskus nach Medina ab. Die Vorstellung, dass auf den Schienen des Kaisers auch deutsche Waffen an die ägyptische Grenze gelangen könnten, macht den Strategen in London Sorge. Denn durch das britisch kontrollierte Ägypten verläuft die Schlagader des Empire.
der Suezkanal, der den Seeweg nach Indien erheblich verkürzt. In jenen Jahren deutsch-britischer Konkurrenz macht ein knapp 40-jähriger Mann aus Köln in Kairo von sich reden. Sein Name Max von Oppenheim. Er entstammt der bekannten Kölner Bankiersdynastie Salomon Oppenheim und Kompanie, hat keine Geldsorgen und kann sich ganz seiner Leidenschaft hingeben, der orientalischen Kultur. Er besitzt ein Haus in der Altstadt von Kairo und spricht fließend Arabisch. Der katholisch getaufte Spross einer jüdischen Familie erfüllt sich auch erotische Sehnsüchte. Oppenheim geht Ehen auf Zeit mit jungen Einheimischen ein. Eine Institution, die das islamische Recht duldet. Ah, Abdullah. Schon zurück? Ich sehe, Sie sind fündig geworden. Sie untertreiben, mein Herr. Ich habe einen Schatz entdeckt. Eine Augenweide. Schöner als der Mond, wie der Dichter sagt. Das ist kein Mädchen, Herr, das ist ein Juwel. Sie ist kein Juwel, sie ist ein Kronjuwel. Wie heißt du, mein Engel? Jamila. Jamila, die Schöne. Ein vielversprechender Name. Darf ich sie sehen? Na los, mein Täubchen, zeig ihm dein Gesicht. Der Name ist gut gewählt. Doch der leidenschaftliche Liebhaber alles Orientalischen ist auch ein glühender deutscher Patriot. Er will seine aus erster Hand erworbenen Kenntnisse der arabischen Welt seinem Vaterland nutzbar machen. 1896 erlangt Oppenheim eine Anstellung beim Auswärtigen Amt als systematischer Beobachter der islamischen Welt mit Sitz in Kairo. Ein heißer Tag heute. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Schon gehört? Der Besuch des Oppenheim sammelt Informationen. Nicht zuletzt über den ägyptischen Widerstand, der sich gegen die britische Besatzung regt. Und verfasst regelmäßig Berichte nach Berlin. Unter den Briten in Kairo wird er bald als The Kaiser's Spy, als Spion Willems II. Gehandelt. Ganz misstrauisch. Sollen Sie. Was schert es uns? Auch auf wissenschaftlichem Gebiet konkurrieren damals die Großmächte. Ein archäologischer Wettlauf um die Entdeckung legendärer Stätten hat begonnen. Oppenheim beteiligt sich daran. Er gräbt einen über 3000 Jahre alten Palast aus, auf den er durch Zufall gestoßen ist. Um 1912 stattet er englischen Kollegen, die einige Tagesreisen entfernt eine große Ausgrabung unterhalten, einen Besuch ab. Bisher hatten deutsche Gelehrte nur das interpretieren können, was andere ausgruben. Jetzt treten sie selbstbewusst in der Wüste auf und machen den Briten den Rang streitig. Oppenheim lernt einen jungen, hageren Archäologen mit Namen Thomas Edward Lawrence kennen. Der begabte Oxford-Absolvent hatte schon als 21-Jähriger auf eigene Faust den Nahen Osten bereist. Ein Orientbegeisterter, ganz wie sein deutscher Besucher. Das ist die interessanteste und wichtigste Ausgrabung, die ich jemals gesehen habe. Mein lieber Lawrence. Abgesehen natürlich von Ihren eigenen, Herr Baron. Unter uns Archäologen gibt es doch keine Konkurrenz. Ich schätze Ihre Arbeit wirklich außerordentlich, Lawrence. Wirklich außerordentlich. Danke. Ich hoffe, wir können hier weitermachen. Wir haben immer wieder Ärger mit den Türken. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun, Lawrence. Keiner von beiden ahnt in diesem Moment, dass sie bald erbitterte Gegner sein werden. Und dass jeder für sein Land versuchen wird, den Krieg in den Orient zu tragen. Im August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Politik des Kaisers hat Deutschland in Europa isoliert. Frankreich, England und Russland haben sich gegen das Reich verbündet. Doch noch herrscht allgemeine Zuversicht. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken.
jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Die deutsche Kriegsführung folgt dem Schlieffenplan, der eine schnelle Niederwerfung Frankreichs vorsieht, um sich dann auf den Kampf gegen Russland konzentrieren zu können. Doch an der Marne kommt der deutsche Vormarsch schon nach wenigen Wochen ins Stocken und erstarrt im Grabenkampf. Auch den Optimisten in der obersten Heeresleitung dämmert, dass dieser Krieg lange dauern und womöglich die Kräfte des Reiches übersteigen könnte. Der Kaiser dagegen ist sich sicher, dass er noch eine Trumpfkarte in der Hand hält. Die Engländer sind ein gewissenloses Krämervolk. Wir müssen und werden die gesamte mohammedanische Welt zum wilden Aufstand gegen sie entflammen. Das Deutsche Reich war militärisch auf die Führung eines Zwei-Fronten-Kriegs, wie er sich jetzt eingestellt hatte, nicht vorbereitet. Einen Ausweg aus dem Dilemma sah man in der Eröffnung einer dritten Front im Orient. Das heißt, man hoffte, mit der Unterstützung von mehreren Millionen Muslime diesen Krieg zu gewinnen. Das ist auch die Überzeugung Max von Oppenheims. Er stellt sich dem Auswärtigen Amt in Berlin zur Verfügung und fasst Überlegungen, die er schon seit langem hegt, in ein Strategiepapier. Absatz. In erster Linie haben wir gegenwärtig an unsere Selbstverteidigung zu denken. Den Islam für uns auszunutzen und diesen nach Kräften zu stärken. Punkt. Oppenheims Konzept: Wenn sich die Muslime in den Kolonien erheben, sind Engländer und Franzosen gezwungen, Truppenkontingente von den Fronten abzuziehen. Das Eingreifen des Islam in den gegenwärtigen Krieg ist besonders für England ein furchtbarer Schlag. Tun wir alles. Arbeiten wir vereint. Mit allen Mitteln. Dass derselbe ein tödlicher werde. Ausrufungszeichen. Oppenheims Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde entwirft das Szenario einer weltweiten Erhebung der Muslime. In Konstantinopel soll der Sultan den Dschihad ausrufen. Von Indien bis Marokko würden ihm die Muslime folgen. Sie sollen Attentate auf feindliche Politiker verüben, Waffen nach Indien schmuggeln, die Ölfelder Bakus in Brand setzen und den Suezkanal verminen. Und Oppenheim weiß, der Heilige Krieg benötigt Geld. Sehr viel Geld. Schon im Oktober 1914 liegt die Denkschrift beim Kaiser. Er betraut Oppenheim mit dem Aufbau einer Dienststelle, ein Büro für den Dschihad mitten in Berlin. Aber für das Gelingen des Plans müssen die Türken mitspielen. In Konstantinopel hatten sich inzwischen Generäle an die Macht geputscht. Ihr Kopf ist der 33-jährige Enver Pascha. Sultan Mehmed V., Reshad, ist nur eine politische Marionette. Im November 1914 tritt Enver offiziell auf der Seite der Deutschen in den Krieg ein. Noch am selben Tag verkündet der Sultan den Dschihad. Bitte sehr. Ein erster Triumph für die Strategen in Berlin. Danke. Meine Herren, ich habe eine sehr wichtige Mitteilung für Sie. Wir haben es geschafft. Vor wenigen Stunden hat der Sultan den Dschihad ausgerufen. Ich zitiere: Soldaten, meine Söhne, stürzt euch wie die Löwen auf unsere Feinde. Möge Allah euren Kampf segnen und eure Schwerter schärfen. Bravo! 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 Ja, bravo! Jetzt wehe euch, ihr Engländer! Man spricht
beim Dschihad von 1914, vom Dschihad made in Germany. Das islamische Recht musste extra auf diese, auf die Bedürfnisse des Deutschen Reiches zugeschnittene Dschihad-Führung neu ausgerichtet werden. Das macht diesen Dschihad so besonders. Er war ferngesteuert. Unsere Aktivitäten. Der deutsche Steuermann des Dschihad setzt alle Hebel in Bewegung, um die weltweite Erhebung der Muslime in Gang zu bringen. Wir haben eine Expedition nach Afghanistan geschickt, die den muslimischen Emir zu einem militärischen Vorgehen bewegen soll. Gegen Britisch-Indien. Was haben wir am Hindukusch verloren? Weltpolitik, Herr Major, nennt man das. Heutzutage muss man in größeren Zusammenhängen denken. In der jetzigen Lage ist der Hindukusch für uns Deutsche genauso wichtig wie Paris. Deutsche Agenten sind unterwegs, um den Herrscher von Afghanistan zum Krieg gegen das britische Indien aufzustacheln. Der Suezkanal soll durch die Selbstversenkung eines Handelsschiffes blockiert werden. Deutsche U-Boote versorgen die aufständischen Senussi-Krieger in Libyen mit Gewehren und Munition. Auch Persien liegt im Fokus der Dschihad-Strategen. Denn hier fließt schon damals der Lebenssaft der Industrienationen. Öl. Schon im Ersten Weltkrieg werden die meisten britischen Schlachtschiffe damit angetrieben. Deshalb hat das Empire den Süden Persiens unter seine Kontrolle gebracht. Die hunderte von Kilometern durch die Wüste verlaufende Pipeline bietet sich als Ziel für Sabotageakte an. Einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus deutschen Offizieren, türkischen Soldaten und Einheimischen, die britische Herrschaft abschütteln wollen, gelingt der Coup. Sie sprengen die Pipeline der Anglo-Persian Oil Company auf einer Länge von 12 Meilen. Die Briten schätzen den Schaden auf nahezu 300 Millionen Liter. »1915 arbeiten über 60 Personen in der Berliner Dschihad-Zentrale. Darunter auch etliche Muslime aus aller Welt. Fieberhaft verfassen sie Broschüren, um damit die islamische Welt zu infiltrieren. »Das kommt eben aus der Druckerei.« Gut. Sehr gut. Wir müssen den Männern unbedingt klar machen, dass dieser Dschihad auf niemanden Rücksicht nehmen kann. Oppenheims Verständnis des Dschihad, und so dachte auch das Auswärtige Amt, war ein heiliger Krieg, der gegen die Feinde Deutschlands und ihre Kolonien gerichtet war. Und er schloss Zivilisten mit ein. Das war eine neuartige Auslegung des klassischen Dschihads. Contribution, one might say, to the doctrine of Jihad. Terror und Sabotage auch gegen zivile Einrichtungen. Dazu sollen muslimische Kriegsgefangene ausgebildet werden. Oppenheim lässt sie in einem Lager, inklusive Moschee, in der Nähe von Berlin zusammenziehen und dort von osmanischen Geistlichen indoktrinieren. Doch nur von Berlin aus lässt sich der Heilige Krieg nicht entfachen. Oppenheim reist nach Konstantinopel, um einen Mann zu treffen, der in der islamischen Welt Autorität besitzt. Ihm traut er eine Schlüsselrolle in seinem Dschihad-Plan zu. Faisal, der Sohn des Scherifen von Mekka. Salam alaikum. Faisal entstammte der vielleicht einflussreichsten arabischen Familie, der Haschimitenfamilie, die Herrscher über die heiligen Städten in Mekka und Medina waren und von daher einen riesigen Einfluss in der arabischen Welt besaßen. Aber wenn es uns gelingt, in Indien und in Ägypten Aufstände gegen die Briten zu entfachen. Und wie wollen Sie das erreichen? Naja, ich
verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wenn Eure Hoheit den Aufruf des Sultans zum Heiligen Krieg unterstützen und zu seiner Verbreitung beitragen würden, wäre das ein entscheidender Schritt. Ich bin sicher, dann würden Eure Glaubensbrüder schon bald zu den Waffen greifen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich wäre kein guter Moslem, wenn ich Männer mit Schwertern gegen englische Kanonen und Maschinengewehre in den Kampf schicken würde. Unsere Verluste wären furchtbar. Würden Sie mehr Geld und moderne Waffen anbieten, sähe alles ganz anders aus. Oppenheim ahnt nicht, dass die Herrscherfamilie von Mekka ein doppeltes Spiel spielt. Faisals Vater, Sherif Hussein, hat gleichzeitig Kontakt zu den Briten aufgenommen. Darüber lässt sich reden. Mit der Bahn könnten wir sogar Kanonen schicken. Der Mann, der für sich in Anspruch nehmen kann, aus dem Clan Mohammeds zu stammen, träumt insgeheim davon, von Mekka aus das Reich des Propheten wieder aufzurichten. Heimlich korrespondiert Hussein mit britischen Regierungsstellen in Ägypten, wo seit Kriegsbeginn ein alter Bekannter von Oppenheim für den Nachrichtendienst arbeitet. Thomas Edward Lawrence. Uli, hören Sie sich das an. Unsere Antwort an den Scharifen. Und was haben die in London zu Papier gebracht? Großbritannien ist bereit, die Unabhängigkeit der Araber anzuerkennen. Na wunderbar. Lawrence, glauben Sie im Ernst, das Empire gibt den Kuchen wieder her, wenn wir ihn den Türken einmal abgenommen haben? Aber darum geht es doch. Das versprechen wir doch den Arabern. Mein lieber Lawrence, Papier ist geduldig. Und noch haben wir den Kuchen nicht. Aber Sie als Freund der Araber könnten doch was für uns tun. Sie reiten doch gern auf Kamelen. Also los. Und nehmen Sie einen Koffer Geld mit. Der britische Plan geht auf. Gelockt vom Versprechen auf zukünftige Unabhängigkeit, sagt sich Hussein im Sommer 1916 offiziell vom Sultan in Konstantinopel los. Arabische Krieger machen die türkische Garnison in Mekka nieder. Aber zu weiterem militärischen Vorgehen sind sie nicht zu bewegen. Hussein und sein Sohn Faisal wollen die von Arabern bewohnten Gebiete des Osmanischen Reiches in einer Nation vereinen und die Türken, die schon lange als fremde Herren empfunden werden, ein für allemal vertreiben. Lawrence wird auf die arabische Halbinsel geschickt, um Verbindungen mit den Aufständischen aufzunehmen und die Erhebung mit Faisals Hilfe wieder in Gang zu bringen. Es ist der Anfang einer Karriere, die ihn bald weltberühmt machen wird. In der Wüste trifft er auf den Mann, der noch ein Jahr zuvor mit Oppenheim verhandelt hat. Aber Lawrence ist von seinen Vorgesetzten mit Vollmachten ausgestattet, die ihn in den Augen des Scheichs zum attraktiveren Partner machen. Nun, eure Waffen sind gut. Aber ohne Geld werden die Beduinen-Scheichs sich nicht bewegen. Für die Unabhängigkeit Arabiens tun sie nichts. Für die Unabhängigkeit? Und für Geld? Wie viel? £200,000 jeden Monat, solange der Krieg dauert. Das ist viel Geld. Ist eine Niederlage der Türken und der Deutschen euch Briten nicht so viel Geld wert? Sie ist unbezahlbar. Wenn es dann hart auf hart kommt, sind andere Interessen vorrangig als die der Religion. Und so war es im Ersten Weltkrieg auch. Es lag den arabischen Eliten die Frage der Unabhängigkeit, also eine politische Frage, sehr viel brennender auf der Seele als das Seelenheil in einem Paradies. Freiheit und Geld sind am Ende stärkere Motive als der Heilige Krieg für den Kaiser. Die Araber ziehen tatsächlich ins Feld. Für die Briten.
gegen Türken und Deutsche. Lawrence erkennt, dass die Beduinenkrieger in einer offenen Feldschlacht den Türken unterlegen sind. Ihre Stärke ist der Guerillakrieg. Der verwundbarste Punkt der türkischen Verteidigung und ideales Ziel für Anschläge ist die von Deutschen gebaute Bahnlinie. Die Beduinen, die in der Wüste überleben können, sind in der Lage, wie aus dem Nichts aufzutauchen, zuzuschlagen, um dann wieder in der unendlichen Weite zu verschwinden. Lawrence perfektioniert die Taktik gezielter Nadelstiche, die den türkischen Nachschub ins Stocken bringt. Ende 1916 sind die Verbände der Osmanen überall auf dem Rückzug. Ein britisches Expeditionsheer drängt sie von Ägypten aus immer weiter nach Norden. Im Dezember 1917 erreichen die Briten Jerusalem. Die Truppen des Sultans und ihr deutscher Oberbefehlshaber räumen die Stellungen kampflos. Am 9. Dezember marschieren die Sieger durch die Gassen der heiligen Stadt. Auch Lawrence feiert den Sieg über Türken und Deutsche. Aber er weiß längst, dass der Jubel der Araber verfrüht ist. Ist das nicht herrlich? Ein großer Tag für das Empire. Heute haben viele gesiegt. Auch die Araber. Jedenfalls glauben sie das. Die Deutschen haben zu wenig Geld, zu wenig Soldaten, zu wenig Personal, zu wenig geeignetes Personal, um die Strategie vor Ort auch durchzusetzen. Das ist bei den Briten ganz anders. Sie haben scheinbar unendliche Mengen an Geld und sie sind sich auch nicht zu fein, Versprechen zu geben hinsichtlich der arabischen Unabhängigkeit, die sie von vornherein nicht halten wollen. Oppenheim muss sich sein Scheitern eingestehen. Ich dachte, ich hätte den Arabern ein Ziel gegeben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Stattdessen lassen sie sich von den Briten kaufen. Und dann bilden sie sich noch ein. Sie bekämen die Unabhängigkeit geschenkt. Sie werden schon bald merken, dass sie getäuscht werden. Und das ist unsere Chance, Herr Baron. Der Krieg ist noch nicht verloren. Hören Sie auf, Schröder. Geld ist leider stärker als Ideen. Wir sind völlig am Ende. Ausgeblutet. Das Spiel ist aus. Die Dschihad-Strategie des Deutschen Reiches scheiterte in einer als eklatant zu bezeichnenden Art und Weise. Der Antikolonialismus, der demonstrativ zur Schau gestellt wurde, war nicht glaubhaft. Der Dschihad, von einer christlichen Macht geführt, war ganz überwiegend für Muslime nicht glaubhaft. Im November 1918 ist der bis dahin mörderischste Krieg der Geschichte zu Ende. In London und Paris jubeln die Menschen über die deutsche Niederlage. Der Kaiser muss abdanken. Der wilde Aufstand der Muslime, auf den er alle Hoffnung gesetzt hatte, war ausgeblieben. In Versailles treffen sich die Sieger, um über eine neue Weltordnung zu verhandeln. Nicht nur das Schicksal Deutschlands, auch die Zukunft des Nahen Ostens steht auf der Agenda. Doch die Zusagen aus dem Krieg sind vergessen. Die Vertreter Arabiens haben hier keine Stimme mehr. Lawrence versucht zwar als Berater Faisals Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen, aber er scheitert. Schon 1916 hatten Franzosen und Engländer insgeheim vereinbart, das Osmanische Reich aufzuteilen. Ganz im Stil alter kolonialer Politik schaffen sie mit ein paar Federstrichen neue Länder. Der heutige Libanon und Syrien unterstehen den Franzosen. Der Irak, Transjordanien und Palästina den Briten.
Faisal träumte vergeblich von einem vereinten Königreich Arabien. Nach dem Krieg ließ er sich in Damaskus zum König von Syrien ausrufen. Doch die Franzosen vertrieben ihn. Mit Duldung der Briten durfte er in den 20er Jahren den Thron im Irak besteigen. Er starb 1933. Thomas Edward Lawrence war von den Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg tief enttäuscht. Er lehnte alle Ehrungen und Ämter ab. Stattdessen brachte er seine Erinnerungen an den arabischen Aufstand zu Papier. Das Buch mit dem Titel »Die sieben Säulen der Weisheit« machte ihn weltberühmt. Aber sein Autor führte ein zurückgezogenes Leben unter falschem Namen im Süden Englands. 1935 starb Lawrence von Arabien im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalls. Max von Oppenheim überlebte seinen britischen Widersacher um viele Jahre. Der Organisator des Heiligen Krieges, Made in Germany, hatte von einer deutsch-islamischen Allianz geträumt, aber in seinem blinden Patriotismus die Wirklichkeit verkannt. In Berlin besaß er ein eigenes Museum für seine spektakulären Funde und warb dafür in einem Film. Aufgrund seiner Beziehungen blieb der Nachkomme prominenter Juden in Nazi-Deutschland unbehelligt. Er starb 1946. Max von Oppenheim und T.L. Lawrence waren Patrioten ihrer Länder und überzeugte Imperialisten. Sowohl Engländer als auch Deutsche missbrauchten die arabische Bevölkerung für ihre imperialistische Politik. Das vereinte Arabien blieb ein unerfüllter Traum. Auch wenn sich die Kolonialmächte in den 30er und 40er Jahren aus dem Nahen Osten zurückzogen. Die Vision eines anderen Akteurs wurde am Ende wahr. Theodor Herzls Traum von der jüdischen Nation begann nach dem Ersten Weltkrieg Gestalt anzunehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die Überlebenden des Holocaust den Staat Israel. Und Jerusalem, die heilige Stadt, steht heute im Zentrum eines Konflikts, in dem politische, ökonomische und religiöse Motive heillos ineinander verstrickt sind. Ein Brennpunkt der Weltpolitik, der stets die Gefahr birgt, einen Flächenbrand zu entfachen.